Wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Das Lieblings-Titan 3-Team von euch ist mal wieder back am Start hier mit Bifabo und Bestie Motherfucking GHG. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben heute ein wenig was vor. Und zwar wollen wir wollen wir Spinnen töten. Mal wieder. Und ihr fragt euch sicherlich so, was wird wohl in dieser Folge heute passieren? Auf dem Server befindet sich The Fabo und ich. Aber das Ding ist, ihr habt da oben die Spinne. Die 100%ige Garantie von mir, dass es morgen in der Folge einen Fight geben wird. Zwar aus dem simplen Grund, da wir nämlich einen abgesprochenen haben. Gegen wen, sagen wir nicht. Na dann. Oh, Leute. Oha. Du bist ja komplett mega aggressiv. Das werden wir jetzt nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall einen geben. Wir müssen diese Folge jetzt aufnehmen wegen Halloween, weil morgen Fabo verhindert ist, eine Folge ansonsten aufzunehmen. Und wir haben jetzt, bevor wir gesagt haben, da liegt eins einfach so rum. Ein Spinnenauge. Wie, also... Ja. Ja. Man muss die Dinger nicht mal killen, man kriegt schon einen... Und dann ist nur eine Kuh. Wir haben gesagt, wir könnten theoretisch auch eine Folge aussetzen, aber wir haben gesagt, nein. Nein, habe ich gesagt, Fabo, das machen wir nicht. Ja, genau. Denn ihr seid uns so viel wert, dass wir sagen, wir würden nicht mit, also wir würden damit nicht auskommen, wenn wir sagen müssten, dass wir für heute kein Video für euch haben. Ja. So, mein Lieber. Dann knall da mal ein bisschen was drauf. Was? Mach mal ein fermentiertes Spinnenauge draus. Ja. Ja, warte mal. Warte mal. Oh Gott, warte. Mein Inventar ist. Du brauchst einen braunen Pilz? Ja, ich hab grad. Spinnenauge und Zucker. Boah, jetzt habe ich gerade den Braustand eingeräumt und jetzt kommst du an. Ja, ne? Manchmal ist das Leben kein Wunschkonzert. Aber jetzt fängt genau an zu pissen hier, weißt du? Fängt genau an zu pissen hier. Das ist die Frage, wollen wir Weakness machen oder Slowness? Weakness, glaube ich, ist besser. Wir haben ja eh den Blindness-Effekt, da können die eh nicht laufen. Ja, sie sehen nichts. Ja, aber die können die dann auch nicht sprinten, glaube ich. Wenn du ja, lass Weakness machen. Wenn du Zuckerrohr gerade zur Hand hast, dann gib mir mal ein bisschen was und einen Leder, please. Warte mal, ich bin gerade stressed. Hier kriegst du gleich drei Leder. Bloß kein Stress, alles entspannt. Zucker brauche ich, braunen Pilz, Backpack hinter dir, Zombie. Danke. Enchanter. Wo ist denn der Enchanter? Hast du einen? Minus. Du kannst in der Zwischenzeit, willst du was tun? Hier. Zucker. Oh Gott, wie ging das gleich nochmal? Was muss ich jetzt als erstes rein? Ein Spinnenauge? Achso, was du jetzt zuerst reinmachen sollst. Ja. Erstmal eine Nenderwarz. Hab ich. Was willst du jetzt machen? Weakness? Ja. Dann machst du jetzt ein fermentiertes Spinnenauge rein. Direkt. Glaube ich. Nein, geht nicht. Das kann man doch eh nachgucken. Ja, ey, guck danach. Aber ich brauch trotzdem Zucker. Weakness. Ja, warte. Ich hab. Oha, wir haben ihn gar nicht mehr. Ich kann nur noch 4 Bücher machen. Doch, stimmt schon. Mit dem fermentierten Spinnauge. Ach, gehen die nicht? Hä? Ist verboten? Da werden wir rausgeschmissen. Dann probier mal jetzt auf diese Speed Potion das aufzumachen. Nur auf eine? Auf eine Speed Potion? Ja, probier doch nur, ob es reagiert. Ach so. Ja. Und hier geht es nicht. Es geht nicht? Doch, es sind die richtigen. Nee, geht nicht. Ja, warte, dann mache ich. Dann machen wir Slowness. Also du hast das Zuckerrohr, oder? Ja, nee, geht irgendwie nicht. Ich habe das Zuckerrohr jetzt gerade zu Büchern gemacht. Wir müssen die Speed Potions benutzen, die wir so schon haben. Nein, ich habe ein Ding. Hier, guck. Wir haben noch Zuckerrohr. Alles gut. Alles gut, alright. Ja, aber das waren die richtigen Dinge, sonst würde es jetzt eh nicht gehen. Ich was hast du gesagt, habe ich zu tun? Hä, was? Knochenmehl und so. Weiß Bescheid. Ja, alright. Junge, was mache ich hier gerade für eine Kacke? So. Kannst du mal ganz kurz dieses Buch probieren mit Pot drauf zu kriegen? Alright. Der hat exquisit. Ich mach Sharpness drauf, okay? Nein, Pot. Seit wenn du jetzt Sharpness drauf gemacht hast, ich kill dich, ne? Basti. Weißt du, dass du mich verarscht? Ich merk's in deiner Stimme.
Bist aber ein Süßer. Oh lol. Es geht so, nicht. Dein Fleisch. Wo ist das Buch? Ja, ich hab's weggeschmissen. Nee, warte. Sag mal jetzt. Ja, ich probier's doch grad. Hier. Hast du Dings gemacht? Power 1 nur für dich. Danke. Hast du, Ja, was? ich kann nicht mehr reden. Hast du... Ja, ist schon drin. Oder was meinst du? Irgendwas anderes soll ich noch sagen? Achso, egal. Egal. Oh nein, haben wir noch ein Ambi, oder? Ja. Junge, ich mache ein Port 4-Teil, aber... Achso, genau, die Möhren wollte ich dich fragen, ob du das machst, aber... Bin gerade dabei. Machst du gerade die Möhren? Ja. Ja, ich... Mann, Junge. So, das kostet 5 Level. Gut, ich gehe mal dann auf die Jagd. In der Zwischenzeit, wir können ein bisschen reden mit unseren Zuschauern. Leute, es kam ja jetzt wirklich bei mir, bei dir ja auch, jetzt wirklich... Also jetzt mal eine ernsthafte Frage, ne? Fabo, du hast ja echt... Also du bist ja etwas, sag ich mal, mehr oder weniger inaktiver geworden, ne? Yo. Aber jetzt hast du ja echt aktiv reingeballert. Wirst du jetzt eigentlich... Also, jetzt mal nur Joke machen, du machst jetzt schon aber wieder aktiv Minecraft weiter oder so, oder? Ja, nee, ich gehe jetzt offline für immer. So, bis zum nächsten Projekt, ne? Basti, deine Potions. Wer ist daher? Ja. Ja, bleib doch mal ruhig. Ich muss, wie viele Level hast du? 3. Ja, schade, Marmelade. Ich geb dir ein, weil du triffst sowieso nix. Jo! Du bist ein lustiger Typ, das mag ich an dir. Aber überspann den Bogen nicht. Hier nimm mal den Gunpowder ein. Wieder. Jo! Ja, nimm den Speed Potion, Basti. Was willst du denn jetzt von mir? Er hat deinen Speed Potion, den du mir vorhin gegeben hast. So. Den wollte ich dir nur wiedergeben. Als ob es den Speed Potion heißt. Oh Mann, ist. Oh yo, ich hab. Oh Mann. Das Interessante ist halt auch, was ich von Fabo vor der Aufnahme gehört habe. Fabo will mich auch ein bisschen weiter in die Sub-Szene sogar mit einsteigen. Und hat da schon die ein oder anderen interessanten Videos geplant. Hast du gesagt, dass du jetzt Fabo HG kommt? Fabo GRG. Ich komme. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich mittlerweile auch echt wieder mal halt andere Non-Titan-Videos zu machen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch schon damit angefangen, die ersten Videos aufzunehmen, während das Titan-Projekt sogar noch läuft. Wir haben noch 2 Lederbastel, falls du noch was brauchst, ne? Ja, nee, ich habe jetzt ein Spinnenauge noch. Okay, alles gut. Oh ja, achso, eine Hexe droppt ja auch Spinnenaugen. Ich habe jetzt auch nochmal 2 Spinnenaugen. Ja, dann lass nochmal machen, oder? Warte, du hast ja eh nichts zu tun wahrscheinlich, ne? Ja, eben. Hab sie mal reingeballert? Nimm mal raus. Jo. Ja. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich im Moment echt wieder auch wieder normale Videos zu machen. Ich bin auch gerade schon dabei, halt. Hab schon ein paar Videos aufgenommen, hab viele Ideen gesammelt während Titan. Das ist halt immer nice. Da du halt eigentlich eh immer weißt, dass du halt morgen Titan bringst, hast du halt immer so viele neue Ideen im Kopf, die kommen werden. An deinem Kopf drin. Ich kann jedenfalls bei mir sprechen. Da werden ganz coole Videos auf euch zukommen. Boah, also das mit den Backpacks. Ist echt. Ja. Also im generell, also ich weiß nicht, was ist denn so jetzt, was sag mal, mach mal ein Fazit zu ganz Titan 3 bis jetzt und für dich. Ich fand's jetzt nicht schlecht. Es gab halt. Ich fand's auch, also ich muss ehrlich sagen, es hat halt wirklich Spaß gemacht. Also, bei mir war das Ding auch so, dass ich halt Titan 2 nicht mitgemacht habe. War halt irgendwie so eigentlich gar nicht so scheiße. Oh Gott. Weil umso besser oder umso mehr hat man sich über dieses Projekt jetzt gefreut, also umso mehr Spaß hat's nochmal gemacht, mal wieder. Ja. Ich hab's ja damals nicht mitgemacht, weil. Dazwischen war halt Varo und dann bla und es war halt irgendwie, dann kam auf der, halt genauso wie es halt jetzt auch gerade ist, zu der Zeit halt wirklich kamen nur Projekte und es war halt irgendwie so. Und obwohl es sogar 1.9 ist, ist es halt echt nicht so schlecht. 1.9, ich hab's mir schlimmer vorgestellt, aber der Schwert. Es geht halt trotzdem nur ums Healing, so ist es jetzt. Ja, wieder. Also der Schwert-Cooldown war eigentlich so mein Hauptproblem, was ich mit der 1.9 hatte, aber das würde ich jetzt überhaupt nicht mehr so sagen, weil das Ding ist halt hauptsächlich... Das Healing, also wirklich die normale 1.9 Essence Regeneration ist so krass. Also irgendwie hätte man da in die Richtung dann auch was anders machen können im Projekt selbst. Weil die Fights sind, glaube ich, viel zu lange. Ja. Und es ist halt auch keine, das Problem ist auch, es ist auch keine Kunst. Wie jetzt zum Beispiel im UAC ist es halt mehr oder weniger erschwert. Du kannst dich halt auch verhealen. Aber hier, Junge, also keine Ahnung, mit 15 Herzen, du kriegst halt sogar noch kaum Schaden. Du kannst halt schon fast gar nicht sterben. Wie viel Leder hast du noch, Basti? 2. Ja, dann gib mal.
Du brauchst eh keine Bücher mehr, oder? Nee, ich brauch nur 8 Level. Ich hab 3, aber es hilft uns jetzt nichts. Ging das so? Wir haben jetzt noch 4 Minuten, das wird halt schwer. Ich glaube, ich gehe in eine Cave und fahre ein bisschen Kohle oder so, wenn ich eine sehe. Ist hier eine? Ja, wie baut man den Fallschirm? Na, guck mal nach. Auch mit Fäden, nicht mit Wolle. Soll ich eher Rucksäcke auch hingeworfen? Ich hab die Fäden gerade hingeworfen, Digi. Soll ich eher Rucksäcke bauen oder? Ey, ganz ehrlich, also ja, Parachutes sind schon nice, weil es kann halt echt noch so sein, dass halt welche noch eine Trap machen. Ja. Hast du genug Strings? Ich hab gerade welche weggeworfen. Ja, hab ich. Es waren genau 4, hat genau gepasst. So. Machen wir das hier wieder rein. Aber langsam kenne ich mich aus mit dem Backpack. Ja, also langsam habe ich, ich sehe auch schon mittlerweile gut durch. Ding ist, für die Leute, die ein bisschen Bescheid wissen, ist das 21.53 Uhr, in 7 Minuten streame ich. Also muss ich streamen. Das heißt muss, aber wenn ich nicht streame... Hey, wo ist der Stream? Wo ist der Stream? Vor allem bei mir ist das Problem, also das heißt Problem, ich muss halt wirklich sagen, nach dem Stream, vor allem am Wochenende, schneide ich halt die Folgen. Das ist bei mir dann so um 3, 4 Uhr. Ich muss dann halt auch wirklich noch zugucken, während die hochladen, weil nicht, dass dann Fail passiert, wenn die um 11 Uhr zum Frühstück kommen sollen, dann müssen die natürlich auch zum Frühstück da sein. Boah, ich bin gerade echt, ich habe echt was zu tun. Ja, ich habe auch ein bisschen was zu tun. Und was ich auch noch ganz gerne von euch wissen würde wollen, ist das Ding mit der Bearbeitung der Folgen. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich spreche jetzt die ganze Zeit immer nur für dich, für mich. Für dich. Ich habe jetzt wirklich meine Videos auch in den Files halt immer relativ unbearbeitet gelassen, weil ich es eigentlich irgendwie sinnvoller finde, wenn man halt eigentlich hauptsächlich immer was vom Files auch noch so mitkriegt. Also ich finde es manchmal überflüssig, halt irgendwelche krassen Effekte drauf zu ballern, aber am Ende möchte ich halt eigentlich nur den Files sehen und sehe den Files nicht mal richtig. Und ihr könnt mir mal gerne euer Feedback dazu schreiben, also ob ihr das so gut findet oder... Basti, ich habe mega viel Essen, wenn du was brauchst, sag, ne? Ja, das Rindfleisch würde ich ganz gerne haben, das war mein... Das Rindfleisch. Ja, das ist die korrekte Bezeichnung dafür. So. Ich baue noch 2 Level, da habe ich einen Port 4 Teil. Nice, ne? Da freust du dich für mich, oder? Da freue ich mich natürlich. Dann, wenn du dann verreckst oder so, weil du zu viel Schaden kriegst, dann... Ist nicht mehr mein Problem. Ist dann nicht mein Problem. Jo, mega, das Arschloch. So, hier habe ich eine Spur. Eine Spur. Darf nicht vergessen, meine Blöcke im Fight wieder ins Inventar zu machen. Oh Gott, 2 Minuten, es wird knapp. Ich brauche 2 Level. Und ich bin halt nicht mehr in der Cave. Ich habe keine Kohle mehr. Oha. I need a dollar. Verstehst du? Keine Kohle mehr. So, Basti, du solltest jetzt eventuell auch nicht so weit weglaufen. Ja, ich, Fabo, guck mal, mach mal die Augen auf, dann siehst du mich. Hä? Oh, jo, moinsen. Alter, mit dem Fallschirm über das Wasserloch. Hast du jetzt nur du ein? Ja, klar. Natürlich nice. Ja, dann wie gesagt, morgen kommt ein Fight. Ich freue mich auf jeden Fall zu fighten. Ja, ich habe auch Bock. Weil, ja, mittlerweile ist halt so, keine Ahnung, man hat schon so ein leichtes Kribbeln in den Fingern. Und... Warte, wie viel Slowness habe ich jetzt hier? Ich muss dir natürlich noch auch was geben. Habo, hast du den Amboss abgebaut? Weißt du, nein, wo ich der bin steht grade? Hier noch. Ja, ich komme. Bau den mal ab und mach mal bitte ein Safe, und ich will es noch schaffen. Ich will das in der Folge schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich triggert. Okay. Da ist er. Also ich hoffe, ihr seid, also wie gesagt, wenn ihr jetzt so sagt, so, ja, Folge 25, ihr farmt immer noch, wie gesagt, das war jetzt so das. Was, hier, nimm den mal raus. Was wir machen konnten. Warte. Ist. Und dann nimmst du gleich diese Potions auch noch raus. Dann müsste jeder von uns 3 haben. Hallo, Basti? Ja, hallo. Ja, nimm mal die Ding raus. Bleib doch mal ruhig, Junge. So, wie viel Poison Potions hast du? Tres und Tres Slowness. Okay, passt, ich auch. Tres heißt 3. Ich weiß, Basti. Was hast du für eine zweite Fremdsprache in der Schule? Englisch. Nee. Deutsch. Nee, keine. Ich muss euch. Euer Bundesland werde ich nie verstehen. Hä, Bayern ist das Beste. Letztens sogar, wie du eine Studie hattest, ne?
Ja, das, ich weiß, dass random ja, Realschulen überall bei. Aber der Durchschnitt heißt halt auch nicht alle, ne? Also nee. Jo, ich bin auf 1 bis 13. Bin Basti Koi. Basti Koi. Ja, genau, dein Rindfleisch, Basti, bitte hast du Platz. Ja, gönn mal, gönn mal. Ja, perfekt. Stack. Oh, ich bin richtig. Ah, es wird ein nicer. Ich hab 45 Möhren. Geh mal schnell F3, damit wir wissen, wo wir sind. Ich finde auch die Position ganz gut, dann können wir das denen eventuell dann mitteilen, dass wir uns hier treffen, weißt du? Ja, stimmt. Weil ich möchte eigentlich mit denen nicht am Spawn kämpfen. Ja, das war's dann mit der Folge. Ich bedanke mich und Fabo, ich hoffe, du bedankst dich auch. Aber ich bedanke mich ebenfalls. Ja, wir wissen gerade bei dir nicht so wirklich, was los ist, weil ich bin ein wenig verwirrt. Ist ja auch egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr zu einem Fight und seid dann wieder dabei. Ich muss in 2 Minuten streamen. Macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.